Servus Leute und willkommen zu Let's Play Command & Conquer 4 Tiberian Twilight. Es geht wieder weiter an der Mission 2. Solo laden. Ja, warte. Weiter. Gute Arbeit, würde ich sagen, nur dass wir einen Mörder beschützen. Ja. Wir hätten Kane verbrennen lassen sollen. Ma'am, eingehende Übertragung von General Riggs. Auf den Schirm. Colonel, ich erwarte Ihren Bericht. Dieser Mistkerl hat nicht mal Danke gesagt. Ich werde es ihm ausrichten. Hören Sie. Gideons Separatisten wollen den TKN-Relais-Knoten angreifen. Außerhalb von New Edirne. Das ist frech. Sogar für Gideon. Kurs setzen. Sind unterwegs, Herr. Vor einigen Minuten ging in der TKN-Zentrale ein Alarm der Stufe 1 aus einem Knoten in den Badlands von New Edirne ein. Trotz der schlechten Informationslage gehen wir von einem Angriff der Nordseparatisten um Gideon aus. Sehen Sie sich vor Ort um und bringen Sie die Situation unter Kontrolle. Wenn nötig, mit Gewalt. Ja, spielen wir wieder auf Normal. Ladebalken, Ladebalken, oh yeah. Ladebalken, Ladebalken, oh yeah. So, genug gesungen. Immer schlechter. Gideons Truppen bereiten einen Angriff vor auf diesen TKN-Relais-Knoten. Sie müssen den Knoten verteidigen und die Fanatiker in die Enge treiben. Okay. Klingt schwierig, ist bestimmt aber nicht. Mal gucken, was ich mir jetzt Schönes holen darf. Defensiv. Erfolgreich. Warten auf weitere Befehle. Ein notwendiger Schritt. So. Warte, nee. Ich glaube, das ist eher die Front. Komm her. Gut. Ich habe noch nicht ganz gecheckt. Also, wenn man hier drückt, dann. Also, hier, wenn man sofort stationiert, steht er dann hier, wenn man erst. Wenn man halt ein Ziel auswählt, wo er sich stationiert soll. So, jetzt Raketenwerfer. Ich glaube, es sind zu viele, ne? Bau abgeschlossen. Stopp. Genau. Jetzt? Ein Gebäude ist bereit. Ah. Einsatzziel erreicht. Krass. Bau abgeschlossen. Nur so zur Info, ich habe das Spiel noch nie gespielt, ne? Ich habe das mir echt gerade eben erst gekauft. Also ich habe jetzt wieder einen Tag Schule gehabt, aber... Also gestern habe ich es mir gekauft, aber ich habe das vorher noch nie gespielt, deswegen bin ich auch Level 1 und alles. Mal gucken, was ich alles bauen soll. Ich weiß noch gar nicht, was hier... Ich mache jetzt irgendwie mal... auf, dass das irgendwie passt. Ein Gebäude ist bereit. Da müssen Leute rein. Na. Wir brauchen mehr Kommandeurspunkte. Ja, und jetzt? Panzer konnte ich ja nicht bauen, ne? Nö. Ja. Na, gucken. Soll ich mich da stationieren oder was? Hier können wir krass. Bleiben. Ich check das nicht ganz. Nur eine Frage der Zeit. Überwache Eva-Systeme. Vorstoß läuft. Ich bin so ein Idiot. Zum Glück kann man die verkaufen, ey. Oberkommando. Krass. Mit dem MBF das Zeug einnehmen aus dem Crawler. Ein guter Standort. Aber von mir aus. Ein Gebäude ist bereit. Das hier. Haben das Gebäude erobert. Ein guter Kurs. Ein
Eigentlich dürfte ich jetzt ja mehr bauen können, theoretisch. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich weiß nur, dass man irgendwie halt die Teile einnimmt und dann kriegt man irgendwie halt mehr Punkte zum Bauen, aber ich glaube, das zählt für die Einheiten. Was ist denn das da? Cool, da wird irgendwas gebraten. So. Jetzt bauen wir auch was. Ich weiß gar nicht, ob die mit hier mit irgendwelchen Flugzeugen angreifen. Das wäre auch mal gescheit zu. Ah, cool, das ist irgendwie so eine Artillerie. Yeah, mach ihn kalt. Ein Gebäude wird angegriffen. Und die ist auch nicht so stark. Ach, da ist noch was. Das ist natürlich auch gleich ein guter Standort. Aber wenn es das jetzt schon war, dann war es echt ein bisschen wenig, finde ich. Der Crawler wird angegriffen. Mir egal. Und jetzt? Kann ich gar nichts machen oder was? Hä? Kann ich hier was unters bauen? So leicht kriegen die uns nicht. Alles klar. Aber irgendwie kann ich jetzt noch irgendwas her. Nein. Wobei, das kann ich mal lesen. Bunkernzielmarken errichten. So. Wir brauchen mehr Kommandeurspunkte. Ich Idiot. Ich sollte hier Bunker errichten. Stopp. Das macht es auch alleine. Das verkaufe ich. Ja. Den baue ich hier mal ein. Den pflanzen wir da ein. Ist bereit. Einsatzziel erreicht. Ah. Mein Gott. Bisschen dumm gemacht, aber egal. Neues Einsatzziel erhalten. Bunker besetzt mit was? Vorwärts. Auf in die Schlacht. Pflanz dich. Ah, okay, jetzt check ich das auch. Man hat einmal Karten für. Also einmal Punkte für Einheiten und einmal für. Also Strom für die Gebäude. Iberium-Kristalle geortet. Oh. Neues Einsatzziel erhalten. Hey Mann, sieht gut aus. Das ist ja krass. Ranzoomen. Was jetzt? Gehen wir den mal da. Kristall für Upgrades in Spawnzone bringen. Schneller! Bischer Lama ist meine Oma. Also wenn er dann gleich irgendwie Action abgeht, nicht langweilig. Schlafe ich ja gleich ein. Was macht der Rote? Rotes Tiberium, okay. Ich würde mir gerne einen neuen Crawler holen. Aber ich glaube, das kann man noch nicht. Upgrades verfügbar. Einsatzziel erreicht. Augen vor mir. Der Knoten ist gesichert, Commander. Gute Arbeit. Jetzt sollten wir herausfinden, wo diese Nordeinheiten herkommen. Tempoverstärker wurde installiert. Neues Einsatzziel erhalten. John. Ich wäre dann soweit. Unterwegs. Ich wäre dann soweit. Die müssen gut sein. Einheiten gesichert. Ich wäre dann soweit. Ich mach das. Ich wäre dann soweit. Vergnügen. Ich wäre dann soweit. Ich auch, ich durch die Gangsysteme rein. An die Front. Gideons Truppen benutzen Gangsysteme, um uns zu flankieren. Sie sollten sie besser zerstören. Ja, das soll ich schon machen. Bonusziel erhalten. Bonusziele holen wir uns auch. Auf jeden Fall. Feindflugzeug nähert sich. Wo? Cool. Jetzt geht ein bisschen Action ab. Dann lebe die PDI. Schauen. Geh drauf, du Scheißgebäude. Der repariert es, ne? Töten wir den mal.
Und zack. Jetzt repariert dich kein Bunker mehr. Jetzt repariert dich niemand den Bunker mehr. Ich kann gar nicht online spielen, weil man schaltet hier erst, wenn ich Level up bin, waffenfrei. Und niemand will mit einem Level 1er spielen, weil der noch gar nicht die ganzen Möglichkeiten hat, das zu bauen. Da kommt es nicht drauf an, weil er Noob ist, sondern eher darum, dass er einfach die Einheiten noch gar nicht bauen kann. Deswegen sollte man halt erst die Kampagne durchzocken. Deswegen mache ich das ja auch. Also ich spiele natürlich nicht nur durch, damit ich online zocken kann, aber ich will, ich kann halt erst online spielen, wie ich das gemacht habe. Die waren es glaube ziemlich gut. An die Front, Mann! Ich werde an soweit. Ich werde an soweit. Ich werde an soweit. Ich werde an soweit. Wenn nämlich Einheiten sterben, werden die automatisch gebaut. Dann wird er genug Punkte hier frei haben. Feindliche Einheiten gesichtet. Gute Scheiße. Einsatzziel erreicht. Da sind sie. Ja. Schalten wir sie aus und holen wir uns den TKN-Knoten zurück. Endlich. Neues Einsatzziel erhalten. Hey, mein erstes drumherum kaputt. Neues Einsatzziel bestimmt irgendwie Erfahrung. Achtung! Alle Kanäle auf Empfang. Hier können wir bleiben. Haben wir sie erwischt? Hä, die hab ich gar nicht gesehen, ey. Fallen einfach nicht auf. Alter, also, pflanz dich hin. Kommt raus. Was sind das für Einheiten? Das sieht voll komisch aus. Zack. Was ja auch neu ist, das gab's früher nicht, dass hier die Munition immer nachladen muss. Also wenn die hier das leer ist, dann muss der Soldat kurz warten und nachladen. Das dauert natürlich bei so Soldaten nicht lange. Aber bei Panzern dauert es dann schon länger. Gute Arbeit, Commander. Ja, die Extremisten sind erledigt und wir kontrollieren den Knoten. Bams, what the fuck? Das war aber nicht geplant. Du, Tiberium-Turm. Was war das? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Mission. Bis nachher. Ciao.